Kniffel for One von Schmidt-Spiele ist ein Würfelspiel, das speziell für eine Person konzipiert wurde. Das Innenleben der Spieleschachtel wird direkt zum Würfeln verwendet. Im Spiel enthalten ist die Gewinnkarte, 17 weiße und ein gelber Würfel. Diese können direkt hier auf dem Tableau platziert werden. Das ist im weiteren Spielverlauf der Vorrat. Unterschiedliche Challenge-Plättchen und Wertungsmarker. Diese Wertungsmarker werden zunächst mit der silbernen Seite nach oben neben die Kategorien gelegt. Bei Kniffel for One wird zunächst das Spielprinzip des klassischen Kniffel aufgegriffen. Heißt also, es müssen verschiedene Kombinationen erwürfelt werden, um so Punkte zu erlangen. Hierfür hat man allerdings viele Würfel zur Verfügung. Pro Runde würfelt man immer exakt mit 5 Würfeln, welche dann anschließend auf der Gewinnkarte in die entsprechenden Kategorien verteilt werden. Anschließend kann man, es ist also nicht verpflichtend, werten. Aber Achtung, sollte der Vorrat einmal aufgebraucht worden sein und man hat keine 5 Würfel zum Würfeln mehr zur Verfügung, endet die Runde. Bevor wir mit der ersten Spielrunde beginnen, hier noch ein Schnelldurchlauf der Kniffelkategorien. Hier im oberen Bereich werden die jeweiligen Zahlen benötigt, die hier daneben abgebildet sind. Also hier nur 1er Würfel, hier nur 2er und so weiter. Der Bonusbereich kommt erst am Ende der Runde zum Einsatz, Näheres folgt natürlich noch. Ein 3er-Pasch sind 3 gleiche Würfel, ein 4er-Pasch 4 gleiche, ein Full House 2 gleiche und 3 gleiche, die kleine Straße Würfel von 1 bis 4, wie hier abgebildet, die große Straße Würfel von 2 bis 6, ein Kniffel sind 5 gleiche Würfelergebnisse und die Chance ist quasi eine Resteverwertung für Fehlwürfe. Also in der ersten Runde stehen einem alle 17 weiße Würfel zur Verfügung. Man beginnt immer damit, dass man mit 5 Würfeln würfelt. Das kann man hier in der Würfelschale machen. Anschließend werden nun alle Würfel auf der Gewinnkarte verteilt. Hierbei gibt es allerdings einige Dinge zu beachten. Die Würfel dürfen natürlich nur in die entsprechend passende Kategorie abgelegt werden. Außerdem müssen sie immer von links nach rechts gelegt werden. Bereits gewertete Kategorien, dazu kommen wir gleich, sind tabu. Außerdem gilt, Würfel aus einem Wurf dürfen in unterschiedliche Kategorien gelegt werden. Und sollte man Würfel besitzen, die in keine der Kategorien angelegt werden können, so kommen sie aus dem Spiel. Das heißt, die werden hier abgelegt. Nicht vergessen, man muss immer mit exakt 5 Würfeln würfeln. Grundsätzlich könnte man schon werten. Das Ziel allerdings ist es, eine möglichst hohe Punktezahl zu erreichen. Deshalb würfeln wir weiter, ohne zu werten. Die nächsten 5 Würfel werden verwendet. Ein weiterer Hinweis übrigens, man darf immer nur einmal würfeln. Das heißt, ich kann hier nicht wie beim klassischen Kniffel Würfel rausnehmen und dann erneut würfeln. Kommen wir jetzt mal zu einer Wertung. Ein Dreierpasch besteht aus 3 gleichen Würfelergebnissen und zusätzlich 2 beliebige weitere Würfel. Heißt also, so könnte ich noch nicht werten. So allerdings schon. Die Reihenfolge der Würfel ist hierbei egal. Die Wertung findet insofern statt, dass die Würfel zurück in den Vorrat kommen und der Wertungsmarker so hingelegt wird, dass die Zahl ersichtlich ist. Die Würfelergebnisse im oberen Bereich dürfen allerdings auch schon vorher gewertet werden. Das macht man zum Beispiel dann, wenn einem die Würfel ausgehen würden. Beispielsweise hier bei 4. Kommt der Marker dann hierher, bis zum letzten Würfel. Und auch hier kommen die Würfel zurück in den Vorrat. Nicht vergessen, bereits gewertete Kategorien sind von nun an tabu. Sollte man, so wie hier jetzt, nur noch 4 Würfel zur Verfügung haben, so muss man notgedrungen werten, damit man wieder Würfel bekommt. Aus taktischen Gründen würde ich hier jetzt natürlich die 1 nehmen. Aber hier im Beispiel zeige ich jetzt, was passiert, wenn man keine Kategorie vollständig füllen konnte. Hier im unteren Bereich muss ja immer die Gesamtwertung
gesamte Zeile vollgemacht werden, um gewertet werden zu können. Schafft man dies allerdings nicht, wie hier zum Beispiel bei der großen Straße, so kommen die Würfel wieder zurück in den Vorrat und der Wertungsmarker kommt hier zu 0. Aber immerhin kann man noch weiter würfeln. Die 4 kann man hier ja nicht mehr anlegen, da die Reihe bereits gewertet wurde. Spekulativ könnte ich hier mit der 4 ein Full House starten oder einen Viererpasch. Diese Würfel sind ja vorgegeben und das ist nicht erlaubt, weil man muss ja immer von links nach rechts vorwärts gehen. Bei Kniffel könnte ich ihn auch noch anlegen oder bei der Chance. Angenommen aber, ich möchte das nicht, so passt der Würfel nirgends hin und er kommt aus dem Spiel. Die Zweierreihe werte ich und somit habe ich wieder genügend Würfel. Taktisch unklug, also schnappe ich mir die unvollständige Chance, bekomme leider 0 Punkte, aber immerhin wieder Würfel. Full House. Full House wird gewertet. Zack. Kleine Straße. Den heben wir für einen Kniffel auf. Und hier kommen leider erneut 2 Würfel aus dem Spiel. Viererpasch wird gewertet. Kleine Straße ebenfalls. Und weiter geht's. Achtung, nur noch 4, somit muss ich die 5 opfern. So. Und hoffe auf 2 Sechsen. Ja. Zack, zack. Sobald alle Kategorien gefüllt worden sind oder keine Würfel mehr vorhanden sind, ist die Spielrunde zu Ende. Jetzt geht es in die Wertung. Zuallererst gibt es einen Bonus. Dieser bezieht sich auf den oberen Bereich. Der Wertungsmarker wird hier unter dem niedrigsten Wertungsmarker positioniert. Wäre der hier zum Beispiel so, käme er hier. Anschließend werden die Punkte zusammengezählt. Das hier mit 184 Punkten war jetzt eine eher schlechte Partie. Nachdem man nun so ein paar Runden geübt hat, kann der richtige Spaß beginnen. Die Challenges. Kniffel for One ist nämlich so konzipiert, dass man Runde für Runde neue Challenges erfüllen muss. Hier hat man dann zum Beispiel weniger Würfel zur Verfügung und muss bestimmte Punkte erreichen. Oder es kommen weitere Challenge-Plättchen zum Einsatz, die hier vorne vor den Kategorien positioniert werden müssen. Hier zum Beispiel müssten die Augenzahlen zusammengezählt mindestens 20 ergeben. Oder die Flamme hier, diese muss mit einem Würfel ausgelöscht werden. Es gibt aber auch noch mehrere Punkte zu erreichen, mit diesem hier zum Beispiel. Hier wird der Wertungsmarker nämlich umgedreht und man erhält die doppelte Summe. Welche Marker und wie viel Würfel man pro Level verwenden darf, wird hier im Challenge-Heft ganz genau angezeigt. Ebenfalls die Punktewertung. Es empfiehlt sich, ein Level immer so lange zu spielen, dass man mindestens über Bronze kommt. Ansonsten ist man noch zu schwach für das nächste Level.